Hallo, bin ich wieder. Ich habe mir gerade überlegt, ist ja eigentlich gar nicht so doof, dass ich den Part was länger gemacht habe. Natürlich extra. weil ist ja eh nicht viel passiert und ich habe ja sowieso den Weg gesucht wie so eine Bekloppte. Aber jetzt. Ein Ditto. Das will ich haben. Ich habe Ditto schon immer geliebt. Weil er ja auch nur 6 Stück tragen kann, ne? Ey, du hast einen ganzen Rucksack voll mit, weiß ich nicht, 15 Hyperbällen. Warum kann da nicht ein Hyperball, das ein Ditto in sich trägt, wieder in den Rucksack zurückwandern? Das macht keinen Sinn. Ach, dann will ich es auch nicht bekämpfen. Mann. Abfuck hier, ey. Drecks Pokémon-Box voll. Jetzt kommt bestimmt noch ein Ditto, ne? Natürlich. Warum auch nicht? So. Jetzt kommt noch ein Ditto, ne? Oder ein Fukano. Oh, ein Slimer. Nee. Ich will dich nicht bekämpfen. So. Ganz einfach. Was haben wir jetzt? Noch ein Slimer. Ja. So, jetzt gehen wir hier nochmal lang, gucken, ob hier noch irgendwie was passiert ist. Kann ja sein, dass irgendwie was runtergefallen ist oder so. Ach, das Auto. Brumm. Aber wie viele Pokémon passen denn dann in eine Box rein? 24 oder was? Weiß ich nicht. 24 ist eine krumme Zahl. Ah. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Nee, das ist alles zusammengefallen. Na gut, da unten jetzt nicht, aber. Nee. Was kommt denn hier noch? Trainerkämpfen nicht fliehen, einfach mal weglaufen. Eigentlich ja nur dann der Arenaleiter selbst oder irgendwie Schlüssel für die Arena. Dumm, dumm, dumm. Nee, das war gar nicht Dabendabendöben. Na egal. Yay. Was habe ich nur falsch gemacht? Alles. Alle. Das ist so ein Schalter-Ding. Nee, ich habe keine Lust jetzt gerade zu kämpfen. Tut mir leid. Okay, das ist eine Tür. Das ist ein Item. Ein Sonderbonbon. Nice. Ich hab irgendwie gerade zu fette Finger. Kann man pennen? Nee. Ach komm. Nee.
Radikal, du musst leider warten. Oh, Level 46. Doch, das mache ich doch. Ein Superzahn. Superzahn ist aber nicht so gut wie Hyperzahn, oder? Ja. So. Wo kommen wir denn jetzt hin? Wo kommen wir denn da hin? Erstmal in den Kampf. Wer ist denn da? Guten Tag. 38. Nö, keine Lust. Ein Item. TM22. Ein Auto. Ein wildes Auto möchte kämpfen. Zeichenöffner. Nice. Ach. Na gut. Dann hätten wir jetzt hier alles. Dann können wir wieder nach oben gehen. Und ich schätze mal die Arena öffnen. Dann sagt der Arena-Leiter bestimmt irgendwie so von wegen, ah, du hast mich hier gerettet. Hier, du kriegst direkt einen Orden, musst nicht mehr gegen mich kämpfen. Das fände ich sehr gut. Aber jetzt könnte ich noch ein bisschen kämpfen. Ein bisschen. Ich habe voll Bock auf einen Salat vom Schwimmbad. Ich habe zwar eben gerade schon Salat gegessen, der war aber vom Lidl. Auf dem Schwimmbad der Salat. Hier gibt es so Chefsalat. Oh, das ist so geil. So Putenstreifen sind da drin. Zwiebeln. Ich mag eigentlich keine Zwiebeln, aber Zwiebeln da sind echt gut drin. Was noch? Halt Gurke, Tomate. Und das Dressing. Ach, Christoph ist, glaube ich, vergiftet. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Jo. Christoph ist vergiftet. Ich freue mich ja schon so ein bisschen auf mein nächstes Let's Play. Ihr wisst doch gar nicht, was das wird. Das weiß noch keiner, was das wird. Noch nicht mal der Dennis weiß das. Ich hab's mir ja... Wann war das? Sonntagabend oder so. Oder... Jetzt habe ich alles durch. Montagabend oder Sonntagabend. Eins von beiden. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Montagabend. Jetzt muss ich noch so einen ollen Schalter finden. Ah, nee. Machen die das hier noch so unnötig kompliziert, ey. Kompliziert. Lass mich in Ruhe. Ich finde das lustig, wie ich eben einfach mal so null auf die Zeit geachtet habe. Einfach mal so gar nicht. Und dann gucke ich rüber, ach ja, ich bin hier am Aufnehmen. Und da standen auf einmal 27 Minuten. Ich so... So. Das benutzen? Ja. So. Christoph wurde besiegt. Und jetzt kommt auch kein Ditto mehr, ne? Habe ich das? Ne, ich glaube, das war gestern nach der Aufnahme. Da habe ich mal wieder ein bisschen
meine Zeit mit YouTube verschwendet. und habe was gefunden, das sich Black MIDI nennt. Es gibt ja MIDI. Gibt es zum Beispiel die alten Klingeltöne waren MIDIs. Und der... Loveo? War das der Loveo? Ich glaube ja. Der Marvin. Der tut, glaube ich, so Musik remastern und das macht er, glaube ich, auch so im MIDI-Format gedöns. Ja. Und da habe ich gestern gesehen, dass es so Black MIDIs gibt und das, der Name kommt daher, dass wenn man quasi diese... Oh, nicht dein Ernst. Wenn man quasi die ganzen Noten, die man dann hat im MIDI-Format, auf so ein Notenblatt schreiben würde, dann wäre es einfach nur komplett schwarz. Weil halt der Noten... Oh Gott, wie heißt das denn? Das wusste ich mal. Dieser Notenkörper... Notenkörper. Der ist ja, ja, schwarz. Also entweder schwarz oder halt schwarzer Kreis innen drin hohl. Und ja, wie gesagt, dann sind das halt so viele Noten auf einmal, dass das komplette Notenblatt halt schwarz wäre. Und das hört sich irgendwie, weiß ich nicht, fasziniert mich irgendwie. Ah, ich kann jetzt einfach so hier rein. Hey, warte, Champion, du Champion im Spiel. Der hitzköpfige Pyro. Was ist denn gut gegen Feuer? Wasser wahrscheinlich, aber ich habe kein Wasser-Pokémon. Ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Ich komme mir hier vor wie auf einer Baustelle, ne? Du solltest sein Mütchen mit Wasser kühlen. Mütchen? Achso, Wasser, ja. Und besorge dir Feuerheiler. Zinnoberinsel, Pokémon Arena, Leitung, Pyro. Ach, der heißt Pyro. Bisherige Sieger, wer wohl Gary? Wer sonst? Man muss die alle besiegen. Das ist ja höchstgradig interessant. Man nennt diese Pokémon Arena auch die Quiz Arena. Wenn du zu Pyro möchtest, musst du an einem Quiz teilnehmen. Wenn du gewinnst, musst du nicht gegen uns kämpfen. Hä? Also muss ich jetzt an die Tür gehen, oder was? Kriege ich das an der Tür? Ah! Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Nein. Warum? Raupi entwickelt sich nicht zu Smetbo, das wird erstmal zu Safcon, du Pisser. Das Spiel verarscht mich! Das trollt mich, Alter. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Na gut, wenn jetzt nochmal so komplett, also wenn nochmal so Fragen kommen mit entwickeln, dann weiß ich ja, was Sache ist. Dass die quasi den ganzen Strang irgendwie dann beinhalten. Mann, ey, das kotzt mich so an, ne? Ach ja, wir haben ja hier den EP-Teiler noch. Vulpix. Was ist eigentlich Voluna? Das gibt's auch noch. Das ist, glaube ich, weiß und hat auch ganz viele Schwänze. Ja. Ist das die Weiterentwicklung von Vulpix? Ich glaube schon.
Die sind ja so schwach. Ich habe gedacht, die wären stärker, die Pokémon. Ah, Voluna. Ne, Vulona heißt das. Ich habe das irgendwie andersrum im Kopf gehabt. Vulnona. Aber das war das, was ich im Kopf hatte. Dieses weiß-gelbe mit ganz vielen Schwänzen. Aber das mit dem, das hätten die öfters ruhig machen können. Also ich finde das sehr interessant mit dem Quiz, wenn das vernünftige Fragen wären. Hier, Mama. Na, ich mache einen Geowurf. Ja, komm, hör auf mit deinem Ruckzuck-Hieb, Junge. Wie gesagt, ne? Baustelle. Yay, wir haben den Dieb besiegt. Ich ergebe mich. Ja. Okay. Okay. Wir machen dann aber beim nächsten Mal weiter, denn ich nehme schon wieder 16 Minuten auf. Bis dann!